Das Leben von Sirius Black. Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Sirius Black, auch bekannt als Tatze, war ein reinblütiger Zauberer und der Erbe der Familie Black. Er besuchte die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei von 1971 bis 1978 und widersetzte sich der Tradition, indem er als erster seiner Familie in das Haus Gryffindor statt wie üblich in das Haus Slytherin einsortiert wurde. Seine Eltern Orion und Walburga waren beide gebürtige Blacks und Verwandte zweiten Grades. Sirius hatte auch einen jüngeren Bruder, zu dem er keine enge Beziehung hatte, Regulus. Der starb, nachdem er sich 1979 gegen Lord Voldemort gewandt hatte und versuchte, einen seiner Horcruxe zu zerstören. Die Blacks waren eine sehr traditionelle Familie und sie weigerten sich, mit Muggeln oder Muggelgeborenen zu verkehren. Sirius lehnte diese Einstellung und diese Werte ab und dies führte zu vielen Konflikten in seiner Familie. Auch Sirius hatte eine unglückliche Kindheit und als Jugendlicher hatte er die meisten seiner Verwandten gehasst, insbesondere seine Mutter und seine Cousine Bellatrix Black. Während alle anderen Mitglieder der Familie Black in die Slytherin-Reihe einsortiert wurden, wurde Sirius in Gryffindor eingeteilt. Dies zeigt, dass seine Ansichten bereits von denen seiner Familie abwichen. Sirius genoss das Leben in Hogwarts sehr, wo er mit seinen besten Freunden James Potter, Remus Lupin und Peter Pettigrew unzertrennlich war. Sie entdeckten, dass Remus Lupin ein Werwolf war und um ihn zu unterstützen, haben James, Peter und Sirius gelernt, Animagi zu werden, um Remus bei seiner Verwandlung zu unterstützen und zu begleiten. Sirius nahm die Gestalt eines riesigen schwarzen Hundes an, der dem Grimm nicht unähnlich sah, welcher ihm den Spitznamen Tatze einbrachte. James wurde zu einem Hirschen und dieser brachte ihm den Spitznamen Krone ein. Peter wurde zu einer Ratte und er bekam den Spitznamen Wurmschwanz. Zusammen wurden sie zu einer Vierergruppe namens die Rumtreiber. Die Gruppe schuf zusammen die Karte des Rumtreibers, die es ihnen ermöglichte, jede Person, Lehrer und auch Geister in Hogwarts zu dem Zeitpunkt an ihrem Standort jederzeit zu sehen. Dies vereinfachte um einiges das Rumschleichen und so konnten die Rumtreiber es vermeiden, von Lehrern gesehen zu werden. Während dieser Zeit verbrachte Sirius viel Zeit mit James Potter und sie waren sehr arrogant unterwegs. Die Mädchen auf der Schule bewunderten Sirius dunkles Haar und sein gutes Aussehen und natürlich seine rebellische Art. Die Lehrer respektierten Sirius und seine Intelligenz. James Potter schikanierte sehr oft einen Jungen namens Severus Snape und die Rumtreiber machten dort auch mit. Sie haben ihn vielleicht nicht mit verzaubert, aber sie lachten und unterstützten James bei seinem Verhalten, auch Sirius. Das einzige Mal, dass James aufhörte, Snape zu verzaubern, war vor Lily Evans, einer hübschen, rothaarigen Frau, die James später direkt nach seinem Abschluss in Hogwarts heiratete. James und Sirius spielten Severus Snape einmal einen fiesen, potenziell tödlichen Streich. Wir alle erinnern uns, wie man unter der peitschenden Weide zur heulenden Hütte kommt. Remus Lupin war wie bekannt ein Werwolf und ging immer wieder mit Madame Pomfrey in die heulende Hütte. Snape bemerkte dies und stellte sich die Frage, was sie dort machten, denn Snape wusste nichts über Lupins Zustand. Sirius erzählte Snape eines Tages, wie man zur heulenden Hütte gelangt, aber er gab ihm eine falsche und unvollständige Anleitung und so wurde Snape auf dem Weg zur heulenden Hütte fast von der peitschenden Weide getötet. James musste ihm helfen und sein Leben retten. Sirius entschuldigte sich bei Snape dafür, dass er wichtige Informationen ausgelassen hatte, aber Snape konnte ihn nie wirklich verzeihen. Im Alter von 16 Jahren trennte sich Sirius schließlich von seiner Familie und suchte Zuflucht bei James Potter und seinen Eltern. Die Potters adoptierten ihn großzügig als ihren Sohn. Sirius' empörte Mutter strich seinen Namen aus dem Stammbaum, wie es Tradition war für diejenigen, die die herrschende Ideologie der Familie nicht unterstützten. Sirius kämpfte gegen Lord Voldemort und trat schließlich dem Orden des Phönix bei. Sirius wurde schließlich der Trauzeuge von James bei James und Lillys Hochzeit. Als ihr Sohn Harry geboren wurde, ernannten James und Lily Sirius zu Harrys Vormund. Er schenkte Harry auch seinen ersten Besen im Alter von einem Jahr als Geburtstagsgeschenk. Es herrschte sehr viel Terror in der Welt wegen Lord Voldemort und jeder beschuldigte jeden, ein Spion und ein Verräter zu sein. Im Oktober 1981 traute Sirius seinem alten Freund Lupin eine lange Zeit nicht mehr, da er ihn verdächtigte, ein Spion zu sein und ihm viele Informationen vorenthielt.
Zu diesem Zeitpunkt vertraute Sirius Black Peter Pettigrew eine Sache an, die er für den Rest seines Lebens bereuen sollte. 1981 mussten James und Lily Potter sich vor der Prophezeiung verstecken, die besagte, dass Voldemort von ihrem Sohn Harry besiegt werden könne. Dumbledore riet ihnen, einen Geheimnisträger auszuwählen. Sie wollten einen Geheimnisträger auswählen, der den Standort der Potters kannte. James bestand darauf, dass Sirius ihr Geheimniswahrer sein sollte, weil er glaubte, dass Sirius lieber sterben würde, als zu verraten, dass sie es waren. Sirius hatte allerdings die Sorge, dass Voldemort hinter ihm her sei, und deswegen schlug er vor, Peter Pettigrew zu vertrauen und ihn zum Geheimnisträger zu machen, der den Standort der Potters kannte. Dies schlug Sirius vor, da Peter Pettigrew schon immer etwas zurückhaltender war und nach ihrer Sicht nicht auf dem Radar von Voldemort zu sehen war. Diesen Vorschlag würde er allerdings für immer bereuen, denn Peter Pettigrew verriet die Potters und legte Sirius rein, sodass jeder in der Zaubererwelt dachte, Sirius wäre der Böse. Sirius ging 1981 in der Halloween-Nacht zu Peter Pettigrews Versteck und stellte fest, dass er verschwunden war. Beunruhigt durch das Fehlen von Anzeichen eines Kampfes, raste Sirius verzweifelt nach Godric's Hollow, wo er das Haus der Potters zerstört und seine Freunde tot vorfand. Nur Baby Harry war noch am Leben, als Rubius Hagrid auftauchte, um Harry auf Befehl von Dumbledore in Sicherheit zu bringen. Sirius lieh Hagrid sein Motorrad, um diese Aufgabe von Dumbledore zu erfüllen. Leider hatte Hagrid nie wirklich die Möglichkeit, Sirius das Motorrad zurückzugeben. Nachdem Sirius Godric's Hollow verlassen hatte, verfolgte Sirius voller Trauer und Wut Pettigrew, um ihn aus Rache zu töten. Doch Pettigrew überlistete Black. Er täuschte geschickt vor, dass er ermordet worden sei. Dazu ließ er magisch eine Straße explodieren, was ein Dutzend Muggel das Leben kostete, und verschwand in das entstehende Chaos als Ratte. Nur sein blutiger Umhang und sein zurückgelassener Zeigefinger, den er sich selbst amputiert hatte, bewiesen, dass er da gewesen war. Die Morde an den Muggeln durch die explodierende Straße und der angebliche Mord an ihm selbst wurden dem zurückgebliebenen Sirius Black angelastet, der dafür als Massenmörder in Azkaban eingesperrt wurde. Es sah alles danach aus, als hätte Sirius die Tat begangen, und da die Tat so hart war und so offensichtlich erschien, wurde er ohne eine Verhandlung und Gerichtsverfahren nach Azkaban geschickt. Sirius wartete sehr lange Zeit, ganze 12 Jahre innerhalb der Gefängnismauern, bis ihn endlich die Nachricht erreichte, dass Peter Pettigrew entdeckt worden war und er sich tatsächlich als Ratte bei einer Zaubererfamilie aufhielt, um sich über die aktuellen Neuigkeiten über Voldemort auf dem Laufenden zu halten. Währenddessen wurde Sirius immer schwächer und hatte keine Chance, die Dementoren ohne seinen Zauberstab zurückzutreiben, der ihm natürlich weggenommen wurde und seiner Mutter anvertraut wurde. Sirius' Mutter starb und ließ die Hauselfen alleine zurück. Durch seine Unterernährung schlüpfte Sirius durch die Gitterstäbe einer Zelle und schwamm über die Nordsee zurück zum Festland und in die Freiheit, wo er zunächst seinen Weg nach Little Whinging ging, um einen Blick auf sein Patenkind als Teenager zu erhaschen. Dort können wir einen kleinen Einblick in die Animagus-Form von Sirius bekommen, als Harry sich vor dem schwarzen Hund erschreckt und der Nachtbus auftaucht, der Harry mit zum tropfenden Kessel nimmt. Harry verwechselt ihn mit dem Grimm. Am 31. Oktober 1993 verweigerte die dicke Dame auf dem Bild Sirius den Zutritt zum Gryffindor-Turm. Daraufhin schlitzte er das Porträt der dicken Dame auf. Im Gryffindor-Turm suchte er schließlich nach Rons Ratte Krätze, aka Peter Pettigrew. Später kam Sirius, um das Quidditch-Spiel zwischen Gryffindor und Hufflepuff zu sehen, und wurde dabei Zeuge von Harrys ausgezeichneten Flugkünsten. Letztendlich wird Ron von Sirius unter der peitschenden Weide durch die heulende Hütte gezogen, und seine Intention dabei war natürlich nicht Ron, sondern die Ratte Krätze mitzunehmen, die sich in Rons Hand befand. In der heulenden Hütte wurde schließlich vieles klar und Peter Pettigrew wurde entlarvt. Sirius und Lupin stellten sich Pettigrew und Harry wurde auch einiges klar. Als Harry alle überredete, Pettigrew nicht zu töten, sondern zu Dumbledore ins Schloss zu bringen, gingen sie alle in Richtung Hogwarts. Leider war bereits Nacht und der Vollmond schien am Himmel. Remus Lupin verwandelte sich in seine Werwolfgestalt. Wie wir wissen, hat Lupin sich in seiner Werwolfgestalt leider nicht unter Kontrolle, und so versuchte Sirius in seiner Hundegestalt Harry, Ron und Hermine zu verteidigen, als Remus sie attackierte. Dieser wurde schwer verletzt und fiel einen Abhang hinunter bis zum See.
Harry wollte ihm zur Hilfe eilen, doch die Dementoren, die auf der Suche nach Sirius waren, da er ja aus Azkaban ausgebrochen war, kreisten bereits um ihn herum. Sirius war nach seinem Kampf mit Remus Werwolfgestalt zu geschwächt und konnte sich nicht schützen, als hunderte von Dementoren, die Hogwarts bewachten, eintrafen und seine Seele und Harrys versuchten auszusaugen. Die Dementoren hätten es fast geschafft, Sirius die Seele auszusaugen, bis ein mächtiger Patronus, der einem Hirsch ähnelte, sie abwehrte. Sirius wurde letztendlich gefangen genommen. Auf Albus Dumbledores Vorschlag hin benutzten Harry und Hermine Hermines Zeitumdreher, um Sirius zu helfen und zu fliehen. Dumbledore deutete an, dass mehr als ein unschuldiges Leben in dieser Nacht gerettet werden kann, und damit meinte er natürlich den Hippogreif Seidenschnabel, der hingerichtet werden sollte. Natürlich schafften Hermine und Harry es, Sirius zu retten, und ebenfalls den Hippogreif. Nachdem Sirius frei war, bot er Harry an, nach dem ganzen Dilemma bei ihm zu wohnen. Harry war mehr als begeistert, dies zu hören, da die Dursleys vielleicht nicht ganz der beste Wohnort für ihn waren. Sirius nahm den Hippogreif Seidenschnabel und flog letztendlich in die Freiheit. Nach einiger Zeit schickte er Harry einen Brief, in dem er erklärt, dass er es war, der Harry die Feuerkugel zu Weihnachten schickte, und Harry erlaubte, sein Pate zu werden. Er entschuldigte sich auch bei Ron für den Verlust seines Haustieres und bat ihn, die Eule anstelle von Krätze zu akzeptieren, die er ihm geschenkt hatte. Sirius floh aus Europa über das Zaubereiministerium hinaus. Er hat mit Harry kommuniziert, aber nur wenige Male, um die Geheimhaltung seines Aufenthaltsortes zu wahren. Harry verließ sich in Zeiten der Not immer mehr auf Sirius Rat. Sirius kehrte nach Großbritannien zurück, als Harry ihm mitteilte, dass seine Narbe wehtat, die als Zeichen für Lord Voldemorts Anwesenheit oder Macht bekannt geworden war. Als Harry auf mysteriöse Weise in das Trimagische Turnier aufgenommen wurde, versteckte sich Sirius in einer Höhle in der Nähe von Hogsmeade, von wo Ron, Harry und Hermine mit ihm gelegentlich kommunizierten und ihn besuchten. Sirius tat dies natürlich, um Harry in der schweren Zeit moralischen Beistand und Rat zu geben. Er warnte Harry auch vor Igor Karkaroff, dem Schulleiter von Durmstrang, und er sagte Harry, dass Karkaroff früher ein Todesser war und dass er eine beträchtliche Anzahl von Namen im Austausch für seine Freiheit preisgegeben hat. Er riet Harry, sich weiterhin mit Verteidigungszaubern zu beschäftigen und natürlich niemals alleine loszuziehen, denn die Zeiten wären gefährlich. Nach der letzten Aufgabe des Trimagischen Turniers rief Dumbledore Sirius in sein Büro, um sich mit Harry zu treffen, der seine Begegnung mit Lord Voldemort nur knapp überlebt hatte. Als Harry die Ereignisse der Nacht erklärte, die auf dem Friedhof stattgefunden haben, zeigte Sirius auch Anzeichen starker Emotionen, als er erfuhr, dass die Schatten seiner alten Freunde James und Lily zurückgekehrt waren, und er verbarg sein Gesicht in seinen Händen. Sirius durfte in seiner Hundegestalt bei Harry im Krankenflügel bleiben. Nachdem der Minister gegangen war, begann Dumbledore, Pläne für den Widerstand gegen den dunklen Lord zu schmieden. Er bat Sirius, seine menschliche Gestalt wieder anzunehmen und sich mit Snape zu versöhnen, obwohl beide nicht sehr erfreut waren. Sirius versprach, Harry bald wiederzusehen und ging, um die Anweisungen zu erfüllen, die Dumbledore ihm gegeben hatte. Nachdem Lord Voldemort seine körperliche Gestalt wiedererlangt hatte, erhielt Dumbledore den Orden des Phönix zurück und schickte Sirius, um die alten Leute zu versammeln und sie über die Situation zu informieren. Sirius stiftete sein Familienhaus am Grimmauld Place 12 in London als Hauptquartier des Ordens. Da Sirius immer noch von den Behörden gesucht wurde, konnte er leider nie das Haus wirklich sicher verlassen und wurde ziemlich traurig darüber, so nutzlos zu sein. Als er kurz das Haus verließ, um Harry zum Hogwarts Express zu begleiten, bemerkte Draco Malfoy Harrys Haushund, was darauf schließen ließ, dass die Malfoys Sirius in seiner Animagus-Form erkannten. Harry und Sirius blieben während Harrys Schuljahr über Eulen und das Flohnetzwerk in Kontakt, obwohl Sirius' Anwesenheit in diesem Jahr beinahe von Dolores Umbridge entdeckt worden wäre. Während Harrys Schwierigkeiten mit Umbridge ermutigte Sirius ihn, sich ihren Reformen zu widersetzen, und befürwortete natürlich Harrys geheime Verteidigungsgruppe für Schüler, Dumbledores Armee. Er beantwortete auch bereitwillig alle Fragen von Harry über den Orden und Voldemort, obwohl die meisten in der Gruppe der Meinung waren, Harry sei zu jung, um die Wahrheit zu verarbeiten. Er sagte Harry auch, er solle sich an ihn wenden, wenn Professor Snape ihm während ihres Occlumentic-Unterrichts ärgern würde.
Während seiner Zeit im Hauptquartier des Ordens verfiel Sirius in eine tiefe Depression. Sirius machte jedoch eine komplette Kehrtwende, als die Familie Weasley und Harry beschlossen, über die Weihnachtsfeiertage am Grimmauld Place zu bleiben. Während Harry in die Schule zurückkehrte, benutzte Voldemort die Legilimentik, um eine falsche Vision in Harrys Kopf einzupflanzen, dass Sirius in der Ministeriumsabteilung gefoltert wurde und Harry davon zu überzeugen, dass Sirius in Wirklichkeit gefangen genommen worden war. Harry, Ron, Hermine, Ginny, Neville und Luna flogen also mit Testralen nach London. Die Schüler bahnen sich ihren Weg durch das Ministerium und verschafften sich Zugang zur Ministeriumsabteilung, wurden dann aber schließlich von Todessern überfallen. Es war schließlich Snape, der ihnen das Leben rettete, indem er den Orden darüber informierte, was Harry gesehen hatte. Sirius, Kingsley, Nymphedora, Remus, Alistair Moody und schließlich Albus Dumbledore kamen ins Ministerium an und begannen, die Todesser in der Todeskammer zu bekämpfen. Tragischerweise wurde Sirius jedoch während eines Duells mit seiner verhassten Cousine Bellatrix mit dem Avada Kedavra-Fluch getroffen, der ihn durch den Schleier in der Todeskammer in den Tod stürzen ließ. Harry gab später seinem Sohn den zweiten Vornamen Sirius, um das Andenken seines Paten zu ehren. Und James Sirius' Persönlichkeit war sehr ähnlich wie die vom richtigen Sirius. Er war aufrichtig und mutig, wie seine Teilnahme an beiden Kriegen und die Bereitschaft, für die zu sterben, die er liebte, zeigte. Er war besonders loyal gegenüber denen, die ihm wichtig waren, und er scheint auch eine hervorragende mentale Kontrolle besessen zu haben, die in einem scharfen Kontrast zu seiner leidenschaftlichen und impulsiven Natur stand. Die Tatsache, dass er in der Lage war, den psychologischen Auswirkungen der Dementoren über so viele Jahre hinweg vollständig zu widerstehen, deutet darauf hin, dass er über ein ungewöhnlich starkes Selbstwertgefühl verfügte und daher in der Lage war, lange Perioden emotionaler Erschütterungen auszuhalten. Er konnte Folter und Verzweiflung widerstehen, genau wie sein jüngerer Bruder Regulus, der sein Leben in der Hoffnung gab, dass eines Tages der dunkle Lord besiegt werden würde. Und das war's auch mit dem Leben von Sirius Black. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir bitte gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.